Bewandlung. Winter in den Karpaten, ein Mann an einen Baum gebunden. Kompanieführer Hiller. Wie viel Grad hat's wohl? An die 30. Na, dann können wir losbinden. Die Soldaten tun es, der Mann, Füsilier Helmhake, bricht ohnmächtig zusammen. Hiller schlägt ihm mit der Faust mehrmals ins Gesicht. Nur ans Erdloch nehmen. Denn auch feucht und stinken genug. Jawohl. Fiebert wohl schon tüchtig. Jawohl. Doppelposten Ohren ran. Das Schwein bekommt nicht zu fressen und zu saufen. Darf auch weder tags noch nachts austreten. Hat er den Freilich auch nicht nötig, also wie gestern. Wer es da wieder hat, den zerschmettere ich. Er geht mit den Soldaten ab. Zwei Soldaten bleiben vor dem Erdloch zurück. Man hört wimmern. Zwei sind schon tot. Thomas, den aber eben solcher Kälte gezwungen hat, sich nackt auszuziehen. Und Müller, der krank auf Wache musste. Noch fünf andere. Man hört stöhnen. Ach, was, ich will meinen Schneeball an den Mund halten. Er kriecht in das Erdloch und kehrt zurück. Noch nicht 20 Jahre alt. Freiwillig ins Feld gegangen. Hiller erscheint mit Leuten. Ich habe die Sache überlegt. Wie wir sehen, der kann rauskommen. Na, wird's? Er kann wohl nicht mehr, Herr Leutnant. Los, raus, mein Mistvieh! Einige Soldaten zerren Helmhake heraus und schleifen den Reglosen wie ein Stück Vieh. So siehst du aus. Ach, die Drecksau verstellt sich ja bloß. Trampelt ihn noch in den Hintern. Er tritt ihn mit dem Stiefelabsatz. Willst du laufen, du Schwein? Ist denn das Aas noch nicht verreckt? Der zweite Soldat beugt sich zu dem Misshandelten nieder. Soeben. Verwandlung. Eben da im Unterstand Hillers. Unterarzt Müller. Tod durch Erfrieren. Wiederbelebungsversuche vergebens. Das Bedenkliche ist, dass er keine Verpflegung bekommen hat. Wir müssen die Sache so deichseln, dass uns keiner an Wagen fahren kann. Kein Zweifel, das Menschenmaterial ist erschöpft und krank. Nichts als Konservensuppe und die ist gesundheitsgefährlich. Es zeigt sich ein direkter Erschöpfungswahnsinn. Die Leute buddeln im Schnee und springen wie die Besessenen herum. Gebe ja selbst zu, dass Hungerschläge und Anbinden nicht mehr zureichen, um den Kampfesmut zu beleben. Was soll man tun? Was Helmhake betrifft, so kann ich sagen, dass ich alles Erdenkliche getan habe. Dem Vater schreibe ich so. Werde, Herr Helmhake, hierdurch erfülle ich die traurige Pflicht, Sie von dem plötzlichen Ableben Ihres Sohnes, des Gardefüsiliers Karl Helmhake, in Kenntnis zu setzen. Der Arzt stellte blutigen Dünndarm-Katarr fest. Während einer kurzen Krankheit ist Ihrem Sohn die bestmöglichste körperliche und ärztliche Pflege zuteil geworden. Wir verlieren in den Dahingeschiedenen einen tüchtigen Soldaten und guten Kameraden, dessen Verlust wir schmerzlich bedauern. Seine Überreste ruhen auf dem Friedhof in Dolzki. Verwandlung. Kriegsgeneralsversammlung des Sozialdemokratischen Wahlvereins des Groß-Berliner Riesenwahlkreises Teltow, Beskow, Storkow, Charlottenburg. Genosse Schliefke, Teltow. Als Generalredner der Kriegsgeneralversammlung des Sozialdemokratischen Wahlvereins des Groß-Berliner Riesenwahlkreises Teltow, Beskow, Storkow, Charlottenburg fasse ich mit Ihnen zusammen. Wenn preußische Sozialdemokraten der Einladung in das Reichsamt des Innern folgen und der Kaiser an dieser Besprechung teilnimmt, so ist dies keine Verletzung sozialdemokratischer Grundsätze. Auch der Genosse David handelte korrekt, wenn er der Einladung des Kronprinzen folgte. Die Sozialdemokratie ist eine revolutionäre Partei. Oho, rufe. Sie muss deshalb auch, wenn es die veränderten Verhältnisse erfordern, mit alten Traditionen brechen. Bei Hof? Ich meine mit ihren eigenen Traditionen. Sie muss in ihren eigenen Reihen revolutionieren. Sie ist eben eine durch und durch revolutionäre Partei. Lebhafte Zustimmung. Bürozimmer bei einem Kommando. Der Generalstäbler im Telefon. Servus. Aber nein, ich bin's, der Kovac. Der Beham ist auf Urlaub. Also hörst natürlich. Eine Masse Tote, ja. Danke, man lebt, ja. Weißt, wegen der fantastischen Gefangenenziffer, was die Russen angeben. Na, musst halt schreiben, woher können sie denn das so genau wissen? Lass sie doch gar nicht zählen, was?
Naja, das ist wirklich schwer, den Leuten plausibel zu machen. Meist muss halt sagen, solange sich die Angaben in bescheidenen Grenzen bewegt haben, also täglich 10.000, da hat man es hingehen lassen. Aber wo es einmal 100.000 übersteigt, also das geht nicht, was? Naja, muss halt schreiben, dass man das doch nicht gar nicht zählen kann und so, wo es so viel sind. Was? Wir zählen selber immer? Naja, wir, aber der Feind ist doch was Andreas, was? Was werden Sie sagen? Der Feind kann, wenn so zuströmen, nicht so schnell zählen, aber wir können leichter unsere Verluste zählen. Herr Stöttbomale, wir haben ja gezählt. Und wir sind eben nach genauer Berechnung auf eine weit geringere Ziffer gekommen, verstehst? Die Hauptsache ist, du sagst immer fantastische Gefangenenziffern. Du, das ist sehr wichtig, dass du das sagst, ja? Na, wirst schon machen. Wenn drauf steht amtlich, so ist eh schon die halbe Wahrheit. Die andere Halbscheid machst du halt dazu. Bist ein gescheiter Bursch. Also servus, Schluss.